Zurück zum Let's Play Minecraft, die Sky Map. Ja, wir wollen noch ein bisschen bauen. Wir wollen noch ein wenig Bäume haben. Ich setze den jetzt hier hin. Ich hoffe, dass er dann irgendwann wachsen tut. Ich gehe erstmal wieder ans. Oh, wir haben noch Erde. Können die Plattform noch vergrößern, denn es hat Sicherheit, dass die Setzlinge nicht ins Nasse fliegen. Das Wichtigste ist, dass das Wichtigste gelagert wird, wie zum Beispiel die Eichen-Setzlinge, die Samen, die Fackeln. Dann warten wir jetzt hier unseren Trost ab. Irgendwann muss er daraus mein Baum werden. Ich bereite mich dann schon mal aufs nächste Abfarmen zu. In der Realität könnte man eigentlich keine Holzspitzhacke mit mit Dings hier. Wie heißt das so schön? Mit Steinen zum Abbauen nutzen. Wäre auch der größte Witz. Der allergrößte Witz. Jo. Ich warte ja immer noch, bis ein Baum draus wächst. Also irgendwie bringt das nicht so viel. Wenn sich da kein Baum bilden tut. Wichtig ist es hier aufpassen, wenn du an der Seite bauen tust. Hier wollte ich nochmal einen Zaun rum nebenan rumbauen. Oder vielleicht eine Mauer. Dann jetzt eine etwas höher angelegte Mauer. Weil der Setzling braucht ja auch genügend Platz. Ich weiß nicht, wann der sich als Baum umbilden tut. Das kann ich nicht sagen. Aber irgendwann wird er das schon. Man muss nur abwarten und Tee trinken. Und dann wird das schon hoffentlich in den nächsten 20 Minuten klappen. Ich hoffe es. Wenn der Baum so das Ding so freundlich ist. Na komm schon. 14, 15, 16. Gut. Werde ich mal hier das auch ausbauen. Man kann hier eigentlich nur mit Cobblestone arbeiten, also da ist sonst jedem das Wort verbunden oder ich weiß nicht, was ich dazu jetzt so gesagt ergänzen soll. Der unnötigste Stoff wäre eigentlich, ich wollte mir eine Harke bauen, aber tja, der Baum wächst einfach nicht. Das ist ja die Scheiße. Den Lava-Eimer könnten wir noch behalten. Ne, den können wir wegschmeißen. Ich werde jetzt einfach hier die Lava reinkippen. Muss den Eimer, glaube ich. Ja, den muss ich jetzt so wegschmeißen. Gut. Und wir warten immer noch, dass daraus ein Baum wird. Ist noch sonst was Interessantes?
Wollen wir daneben an eine Kürbiszucht? So muss ich wieder ein paar Steine farmen. Zeig jetzt, wie ich dann eine Kürbiszucht erschaffen möchte. Bis nicht nur noch ein sicherheitshalber ab. Ach komm schon. So, okay. Jetzt dachte ich, baue ich hier was frei, weil dann können da nämlich die Kürbispflanzen hingestellt werden. Wenn ich irgendwann meine Hake bekommen würde. Oh, mein Beten hat sich gelohnt. Das ist hier schon mal sehr gut. Also der Baum ist jetzt gewachsen und das heißt, wir können da mehrere hinwachsen lassen. Und kriegen sogar Setzlinge geschenkt. Sogar mehr als gedacht. Wow, fantastisch. Also darauf kann man stolz sein, meine lieben Zuschauer. Das ist ja fantastisch. Neues Holz, auch Stoff für neue Kohle, das heißt für neue Fackeln. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Schmelzen, wir machen nur wir machen jetzt teilen das auf. Zwei zum Schmelzen, ein zum Schmelzmaterial. Machen das jetzt so. Also wir machen jetzt hier 1, 2, 3 rein. Das schmelzen wir zu Kohle. Und die anderen Bretter machen wir jetzt zur Hake. Ein Stick erstmal nur einnehmen. Und dann kann man hier gleich eine Hake mit dran bauen. Ja. Dann kann ich nämlich schon mal Weizen farmen. Gleich mit Kürbisse auch. Oh, warte mal, ich muss da was korrigieren. Es kommt da bloß wieder Eis hin. Beeil dich. Die Zeit läuft. Wir wollen ja, dass der da kein Eis sich bilden tut. Die kalte Luft da nämlich nicht reinkommt, mache ich das jetzt mal. Ich baue mal hier kurz auf, gehe auf Sneaken und versuche das jetzt hier zuzubauen. Das muss ich jetzt hier versearchen, versuchen, ordentlich und sauber zuzubauen. Die Zucht. Dann so gesagt, wenn man hier genau zielen tut, hat man das Glück. Gut. Soll ja auch schön warm drinne sein. Okay. Das ist erledigt, weil sonst
Könnte sich da wieder Eis bilden und das möchte ich nicht. Eis bilden ist immer scheiße. Ist nicht, bohre mal ihn höher. Ich geh noch mal schnell Cobblestone Farm. Und der nächste Baum ist fertig. Aber den lassen wir erstmal Baum sein. Komm schon. Den lassen wir jetzt der Baum bleiben. Weil dann wächst das wahrscheinlich noch besser. Ja, ich habe erstmal bloß eine kleine Farm gebaut. Ist erstmal so ein guter Anfang. Dann wollte ich mir irgendwann noch mal so ein Wohnhäuschen bauen. Die Feldhacke kommt erstmal rein. Okay, dann baue ich mal hier die Mauer aus. Dann kann ich da auch mein Haus bauen. Falls man das irgendwie benötigen tut. Wir haben schon wieder 15 Minuten gezockt. Als ob das jemanden jucken tut, also mir juckt jetzt schon was, weil der Part dann wieder gleich rum ist. Das finde ich auch nicht gerade so erheiternd. Okay. Ja. Werde ich mal den Baum hier noch abernten. Mal sehen, wie viele Setzlinge er versprechen tut. Also einen haben wir schon auf alle Fälle. Ja. Etwas. Bauen erstmal die Holzstämme hier wieder ab. Na, die brauchen wir ja. Die Bäume tun mir ein bisschen leid, dass ich die so oft abbauen tue, aber man macht fürs Überleben eben alles bei Minecraft. Werde ich jetzt als nächstes mal Steine farmen. Ich brauche mindestens was für nächste Steinspitzhacke. Nochmal eine Steinaxt. Das heißt, ich will 9 davon. Für 2 Steinspitzhacken und eine Steinaxt. Gut. Was haben wir an Sticks? 3er. Da wir nochmal schnell was herstellen. Und es ist auch so ein Wahnsinn, dass hier Holz auch ein seltener Stoff ist. Ich nur mal so anmerken. Jo. Dann werde ich mal. Nein. Wir brauchen den Stein und die Sticks und das kommt in der Kiste wieder hinein.
muss immer wieder vorrätig vorbesorgt sein. So. Dann wägen wir aus den Zweien. Wenn jetzt noch mal ein Baum wächst, würde ich da dann noch was halt schmelzen. Ja. So, die Zucht, die fühlt sich wohl. Finde ich schon mal sehr gut. Dann werde ich mal wieder Cobblestone farmen. Weil ich weiß, eigentlich gibt es so eine Maschine gar nicht. Aber ihr wisst ja, dass diese Meldung da war und ich da dann keine Wahl habe. Weil wenn ich es nämlich hier kaputt mache, hätte ich immer die Meldung gehabt. Und das wär ja auch nicht schön. Wie empfindet ihr das? Wenn ihr so gesagt euren wichtigsten Punkt im LP nicht machen könnt, wo dann würdet ihr euch auch elend fühlen? Oder nicht, meine lieben Zuschauer? Jetzt warten wir, ich baue jetzt einfach mal ein bisschen was ab hier. Bis der nächste Baum gewachsen ist. Dann kann ich mir gleich noch ein bisschen Baumkohle herstellen. Das heißt Holzkohle eigentlich. Wenn der Bengel mal richtig deutsch könnte, wäre die Welt schon stolz auf ihn. Das ist man auch nicht gerade. Wenn man richtig deutsch kann, liebe Leute. Das ist auch ein dummer Spruch. Das ist auch ein echt dämlicher Scheißspruch. Wenn ich jetzt immer also ihn auf Ehrenwort den ehrlichen Typen mache. Oder auf Ehren oder so sonst was. Das Gute ist, dass das Wasser hier nicht gefrieren tut, weil ich ja da fucking gebohrt habe. Eigentlich gefrieren jetzt beide Wasserquellen nicht mehr. Nicht mehr als andere. Na, sieh mich, wie ich geschenkt bekomme. Und dann muss ich ja daraus meinen Baum, sich einen Baum herstellen. Man hat es ja gesehen, dass es geht. So lange bis der Teil Schrott ist. Also eine Schaufel bauen ist ja auch nicht gerade eine gute Option, weil unter der Erdinsel ist ja nichts anderes, außer der Tod. 61. Ja, wenigstens kriege ich einen ganzen Stack. Oh, schon was wert, liebe Leute. Das ist auch schon gut was wert. Und nein, da unten ist kein oranger Disco-Teppich. Falls das jetzt irgendwelche Leute denken sollten. Das wäre nämlich eine echt dämliche Option, wenn man das jetzt sagen würde, hey, da ist ein Teppich. Das ist aber leider tödliche Lava. Leute, das ist tödliche Lava. Ja, und da rede ich nicht vom Pferd. Mach mal hier oben mal so eine hübsche Wohnung rein. Würde ich mir gerne einen Parkettboden bauen, aber da
Da warte ich erstmal, bis Holz kommt. Die Zucht sagt auch alles in Ordnung. Gut. Den restlichen Bruchstellen lagern wir, den Eimer lagern wir. Die Fackeln auch. Gut. Warte, Moment. Eins will ich noch schnell machen. Ich will noch schnell eine Tür in mein Nebenzimmer reinbauen. Gut. Ja, Leute, das war's leider schon wieder. Der Baum hat auch keinen Bock mehr zu wachsen, also verabschiede ich mich. Speichere notfallshalber noch ab und wir sehen uns irgendwann später wieder oder morgen. Bis dann.